Mir geht es um diese Theorie der komparativen Kostenvorteile. Jeder Student der Ökonomie kommt relativ früh, meistens im ersten oder zweiten Semester, mit dieser Theorie in Berührung. Sie ist bisher allerdings kaum hinterfragt, obwohl sie, wie wir gleich sehen werden, auf sehr restriktiven Dankeschön-Annahmen beruht. Ich habe hier nur ein paar Bilder von Leuten, die etwas weitergebracht haben, gestellt und mal ein paar Aussagen. Zum Beispiel Paul Samuelson hat mal gesagt, dass das das einzige Theorem oder der einzige Lehrsatz in der ganzen Sozialwissenschaft ist, der both true and non-trivial ist. Findley in einem Ökonomielexikon hat es die deepest and most beautiful result in all of economics genannt. Harrigan in einem Lehrbuch an unassailable intellectual cornerstone. Und das ist auch ein Bereich der Ökonomie, der bis in die, also in den breiteren Reich der Gesellschaft hineingekommen ist. Der Economist benutzt das ziemlich oft, diesen Begriff, und nennt das dann the magic of comparative advantage oder ähnliches. Eine Theorie, die sich jetzt fast 200 Jahren hält, mit Robert Torrence und vor allem natürlich David Ricardo hier bekannt geworden, und hat auch den Wechsel vom klassischen Paradigma zum neoklassischen Paradigma überlebt. Die Annahmen sind relativ gleich geblieben, nur die Art der Darstellung hat sich geändert. Und was diese Theorie so wichtig macht, oder ich meine, das ist das Einzige, was Studenten, die sich später nicht mit Außenhandel auseinandersetzen, vom Außenhandel behalten werden. So ist es im Normalfall. Und es ist zudem ein Hauptargument, mit dem auch viele praktische Politiken unterstützt werden oder theoretisch begründet werden. Zum Beispiel, das war lange ein Hauptargument dieses ganzen WTO-Liberalisierungsprozesses des Handels. Das wurde theoretisch mit dieser Theorie begründet. Ich gehe davon aus, dass sie jeder hier kennt. Ich werde sie nicht viel vorstellen. Es geht natürlich darum, dass komparative Kosten für internationalen Handel entscheidend sind. Jedes Land wird sich automatisch, das ist ja die Aussage, auf die komparativen Kosten spezialisieren, komparativen Vorteile spezialisieren, die es besitzt. Und dann stellt sich auch der Gewinn automatisch ein, den jedes Land hat, der darin besteht, dass es einfach mehr Güter gibt. Mein Vorgang jetzt, ich werde kurz auf die Annahmen eingehen, dann vielleicht etwas länger, was das eigentlich bedeutet, also welche Welt man eigentlich damit darstellt, und das Ganze dann auch kritisieren. Der Punkt ist natürlich, die Annahmen sind sehr unrealistisch, das Ergebnis ist nachher auch sehr unrealistisch, und dann können auch die Theoreme und auch die Handlungspraktiken, die darauf beruhen, meiner Meinung nach keine Geltung beanspruchen. Zum einen, diese Annahmen sind jetzt, da gibt es natürlich noch viel mehr, die da hinter den Einzelmodellen stehen, aber die stimmen auch für die klassische Theorie des komparativen Vorteils, also für die verschiedenen Formulierungen, alle überein, und die sind alle essentiell. Also erstmal zu Kapital und Arbeit, das war schon bei Ricardo der Punkt, der Unterschied zwischen nationalem oder Binnenhandel und internationalem Handel ist einzig und allein, dass Kapital und Arbeit nicht mobil sind, international. National, perfekt mobil oder auch nicht perfekt, aber das ist der einzige Unterschied. Die Theorie kennt sonst keinen Unterschied, warum Handel, internationaler Handel unterschiedlich sein sollte vom nationalen Handel. Es gibt, Kapital und Arbeit sind natürlich feststehend, das ändert sich nicht, sie werden nicht vom Handel beeinflusst, sie sind vorher schon da. Diese Annahme, auch diese Immobilität, Ricardo, die Hälfte seiner Formulierungen zum komparativen Vorteilen verwendet er darauf, dass, wie wichtig diese Annahme von der Immobilität ist. Andererseits heute, wenn man sich die Welt anschaut, dass Kapital nicht international mobil sein soll, ist natürlich einfach nicht haltbar. Bei Arbeit sieht es ähnlich aus, und auch theoretisch gibt es dafür relativ wenig Gründe. Die zweite Annahme, die sehr wichtig ist, ist, dass es ein Handelsgleichgewicht gibt, beziehungsweise einen Ausgleichsmechanismus, der immer wieder zum Handelsgleichgewicht führt. Denn man ist ja nicht blind, diese komparativen Kostenvorteile müssen natürlich, der Käufer orientiert sich an Preise, in absolute Preisvorteile umgesetzt werden. Und dafür braucht man dieses Handelsgleichgewicht und diesen Ausgleichsmechanismus, da gehe ich noch gleich kurz drauf ein, aber erstmal, was da drunter steht, warum begründet man das, dass Handel immer ausgeglichen ist, weil man sagt, naja, internationaler Handel ist eigentlich nichts anderes als Naturalientausch oder Barter Trade.
Was natürlich schon eine sehr harte Annahme ist, aber wenn man die nimmt, dann ist natürlich Handel ausgeglichen. Also es gibt ja gar keine Handelsbilanz in dem Fall, aber Handel wäre dann ausgeglichen. Und dieser Ausgleichsmechanismus, in der Klassik war es dieser Humes Price-Basis-Flow-Mechanism, heute ist es ein Wechselkursanpassungsmechanismus. Die Wechselkurse, es wird behauptet, richten sich heute danach aus, also reagieren nur auf Handelsströme. Das behauptet die Handelstheorie jedenfalls oder diese Theorie der komparativen Kostenvorteile in der heutigen Formulierung. Die Wechselkurse reagieren nur auf Handelsströme und sie reagieren so auf Handelsströme, dass sie ein Gleichgewicht herstellen. Also wenn ein Land einen Überschuss hat, dann wird der Wechselkurs sich negativ für dieses Land entwickeln, beziehungsweise diese Währung würde aufwerten. Das ist natürlich notwendig, um diese komparativen Vorteile dann in absolute Kosten, also die komparativen Produktionsvorteile in absolute Preisvorteile auf dem internationalen Markt umzuwandeln. Theoretisch will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber nur dieser Ausgleichsmechanismus über die Wechselkurse ist sehr problematisch. Natürlich werden die Wechselkurse durch andere Sachen beeinflusst, durch Nachfrage und so weiter, und auch die Elastizität würde da eine große Rolle spielen. Man hat sich dann in der Neoklassik damit geholfen, dass man gesagt hat, naja, wir nehmen dann einfach mal die Lerners-Hamilton-Bedingungen an, das über die Elastizitäten, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber man verteidigt das quasi, indem man noch restriktiver wird, indem man noch unrealistischer wird. Auch die Annahme dieses Naturalientausches oder Barter-Trade ist natürlich in der Geldwirtschaft sehr unrealistisch einfach. Also eine Handelstheorie, die keine Handelsungleichgewichte kennt, ist, wenn man sich die Welt anschaut, natürlich sehr unrealistisch. Und sie sind vor allem die Normen, man sieht das ja, und theoretisch in dem Fall schwer haltbar. Das Weitere ist die Begründung der Spezialisierung und auch, dass es nur statische Gewinne gibt, also es ist ja eine rein statische, man schaut sich zwei Zeitpunkte an, eine rein statische Theorie. Die Spezialisierung wird so begründet, Länder sind unterschiedlich, dann spezialisieren sie sich. In der realen Welt sieht es ja anders aus. Länder handeln und dadurch ändern, also es ist ja genau umgekehrt eigentlich. Erst der Handel führt zu Unterschieden. Erst dadurch werden die Länder unterschiedlich und nicht in diesem Annahmen oder in dem Modell, in der Theorie der komparativen Kostenvorteile sieht es ja so aus, dass es Länder unterscheiden sich, sie tauschen, es ist ein einmaliger Gewinn, mehr passiert nicht. Ja, also das ist einmalig und es passiert nichts. Weder die Länder entwickeln sich nicht weiter. Ja? Es ist kein dynamisches Modell, wie es eigentlich sein müsste. Und was sehr wichtig ist, was natürlich immer in der Neoklassik ist, aber hier sehr wichtig ist, ist die Vollbeschäftigung. Wenn nämlich Vollbeschäftigung nicht herrschen würde, würde der ganze Grund für das ganze Rational für Handel wegfallen. Denn man sagt, Handel findet ja nur deswegen statt, weil die Länder, in dem Fall in einem Zweier-Länder-Modell, beide Länder insgesamt mehr produzieren können und das können sie dann tauschen. Wenn aber keine Vollbeschäftigung herrscht, dann könnte auch mehr produziert werden, indem eben einfach das Land eine Vollbeschäftigung schafft. Und damit würde dieses ganze Rational, der Grund für Handel wegfallen. Deswegen ist das diese Annahme hier nochmal besonders wichtig. Also im Prinzip wird dieses Motiv für Handel, also ich meine, das wird durch Arbeitslosigkeit ja schon widerlegt. Also es kann nicht das Motiv des Handels sein, das stört aber nicht jemanden. Und die Annahmen, die führen alle dazu, dass es dann sowas wie Harmonie gibt. Das ist ein sehr idyllisches Bild. Ich habe mal hier von Krugman ein Zitat: International trade is not about competition, it is about mutually beneficial exchange. Das sagt schon vieles aus und so steht es auch in den meisten Lehrbüchern drin. Es gibt keinen Wettbewerb im internationalen Handel. Man ist eine heile Welt, jeder macht das, was er am besten kann. Im Prinzip ist das der klassische Vorwurf natürlich, der immer wieder in die Neoklassik oder auch andere Mainstream-Theorien dann gerichtet wird, dass die Welt wird sich vorgestellt, wie man sie gerne hätte, und dann wird sie irgendwie abgebildet. Also wenn man jetzt ein bisschen paraphrasieren wollte, Marx in dem Fall, ist im Prinzip jedes Land nach seinen Fähigkeiten und jedes Land nach seinen Bedürfnissen. Also jedes macht, was es am besten kann und jedes bekommt dann, was es braucht. Das ist natürlich eine schöne Welt, eine schöne heile Welt, aber hat natürlich mit der Wirklichkeit nicht unbedingt so viel zu tun. Ich meine, das sieht man jetzt auch daran, wenn man jetzt das Heckscher-Ohlin-Modell als aktuellste Formulierung nimmt,
Was bedeutet das? Ein Land, was viel Arbeit hat, relativ reichlich mit Arbeit ausgestattet ist, spezialisiert sich auf arbeitsintensive Güter, und umgekehrt, kapitalreiche Länder spezialisieren sich auf kapitalintensive Güter. Das würde einfach nur bedeuten, Kapitalmangel, wie er in Entwicklungsländern vorherrscht, wird umgedeutet in einen relativen Vorteil bei arbeitsintensiven Gütern. Ja? Also Kapitalmangel ist gar kein Kapitalmangel, es ist wieder ein Vorteil. Weil es muss ja Länder geben, die arbeitsintensiv produzieren. Somit würde auch, wenn jetzt zum Beispiel eine Deindustrialisierung aufgrund von Handel stattfinden würde, dann wäre das gar nicht schlimm. Man spezialisiert sich auf sein Gut. Das ist ein Vorteil. Also Deindustrialisierung ist in diesem Bild ein Vorteil, weil es ist ja auch egal in diesem Bild, ob man jetzt Apple Computer oder Äpfel herstellt. Das ist hierfür völlig egal. Dass das natürlich an der Wirklichkeit vorbeigeht, dass das auch andere theoretische Modelle oder auch empirische Untersuchungen, dass die Industrie natürlich der dynamische Zentrum ist von Entwicklung. Man muss jetzt nur Vernons oder Kaldors Wachstumsgesetze ansprechen. Da wird das ja schön gezeigt, das wird hier alles übersehen. Alle gewinnen, das zeichnet sich jetzt auch noch dadurch aus, dass ein Produktivitätsgewinn in einem Land, und das war bei Ricardo schon so, das nützt diesem Land nur bedingt, denn in der modernen Formulierung, die Wechselkurse werden sich zu seinem Nachteil entwickeln, was den Produktivitätsgewinn wieder aufhebt, sodass beide Länder von dem Produktivitätsgewinn in einem Land profitieren werden. Das ist natürlich in der heutigen Welt sehr, sehr fraglich, dass das wirklich passiert, aber im Prinzip ist Handel der große Gleichmacher. Das ging dann noch weiter mit dem Faktor-Ausgleichstheorem, dass wirklich alle Löhne sich allein aufgrund von Freihandel angleichen werden. Ich meine, da wird natürlich dann viel übersehen, was wirklich passiert. Man kann einen Wettbewerb nicht wirklich darstellen, der zwischen Ländern stattfindet oder auch zwischen Firmen. Ich meine, hier ist natürlich Firma und Land immer identisch, die Interessen. Ich bin sofort fertig. Handelsüberschüsse und Defizite werden nicht wirklich berücksichtigt. Auch die Entwicklung wird nicht mit rein. Und meine Schlussfolgerung ist nur, dass reeller Außenhandel mit dieser Theorie der komparativen Kostenvorteile weder erklärt noch verstanden werden kann. Und auch das Freihandelsplädoyer auf dieser Grundlage ist nicht haltbar. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Freihandel schlecht ist. Ich will nur sagen, so wie er heute hauptsächlich verstanden wird oder versucht wird zu verstehen, diese Theorie dafür ist falsch. Also das sollte jetzt nicht gegen oder für Freihandel sein, sondern es sollte gegen das Verständnis in den Textbüchern oder in der Neoklassik von Freihandel sein. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Schumacher. Fragen oder Kommentare hier vorne? Ja, ich habe die letzten 2 Jahre in Frankfurt am Main propädeutische Kurse für ausländische Studierende aus Drittstaaten gehalten und habe unter anderem die Theorie der komparativen Kostenvorteile erklärt. Und so ein Erkenntnisgewinn daraus war immer, dass es durchaus sinnvoll sein kann, sich mit Schwächeren auszutauschen, und hatte das Gefühl, dass diese Erkenntnis eine sehr stark sozial integrative Wirkung entfaltet hat. Was sagen Sie dazu? Ja, ich sage ja nicht, dass man sich nicht austauschen sollte. Mein Plädoyer war ja nicht dagegen, dass Handel nicht stattfinden sollte oder sowas, sondern mein Plädoyer war dagegen diese Theorie. Ich meine, das ist natürlich durch Ideologie auch ein bisschen durchdrängt. Ich meine, es ist ja klar, wenn man sowas rechtfertigt, wie zum Beispiel Kapitalmangel einfach in Vorteil umwandelt. So, das ist ja nicht so. Ich würde sagen, Handel hat natürlich Vorteile, aber der Handel kann nicht verstanden werden mit dieser Theorie. Also es soll jetzt kein Argument oder kein Plädoyer gegen Austausch sein. Das soll es ja gar nicht sein. Also deswegen, ja. Vielleicht eine kleine Rechtfertigung zu Ricardo. Also Ricardos Theorem würde ich verstehen als eine Aussage, selbst wenn ein Land total unterlegen ist, kann es mit einem hochproduktiven Land gewinnbringend Handel treiben. Was die Konsequenzen dieses Handels sind, sollte man bei Ricardo wahrscheinlich noch detaillierter studieren. Das kann durchaus langfristig zum Nachteil kommen. Und da würde ich doch sagen, sollte man nicht gleich die ganze neoklassische Verarbeitung von Ricardo mit reinbringen. Ricardo steht das aber ganz klar so da, dass Wettbewerb international nicht stattfindet. Er grenzt sich ja zum Beispiel zu Smith oder auch zu dieser ganzen Debatte vorher zwischen David Hume und Josiah Tucker völlig ab, indem er sagt, dass Handel völlig unabhängig vom nationalen Handel ist. Und also ich finde schon, dass Ricardo auch auf Grundlage dieser so kritisiert werden kann, meiner Meinung nach.
ich glaube nicht, dass er so viel dazu sagt, dass Länder, dass das so ihn schadet, jedenfalls nicht in seinem Kapitel 7 dann von den Principles. Ja, okay. Also ich finde es total lobenswert, sich wirklich mal intensiv mit komparativen Kostenvorteilen auseinanderzusetzen. Und ich mache das bei mir in meiner Veranstaltung, habe ich das in Kassel die letzten 5 Jahre auch immer gemacht und den Studierenden erstens mal die Leistungsfähigkeit gezeigt und dann die Probleme gezeigt. Also ich finde da ein paar Darstellungen relativ schief. Also ich kriege mit Caldo, also ich kriege halt im Heckscher-Ohlin-Modell nur Caldo-Higgs-Effizienz. Es ist vollkommen klar, dass Faktor, dass gewisse Faktorentlohnungen einfach schlechter sind vor und nach Handel. Also da würde ich teilweise ein bisschen präziser und den Gegner, die aktuelle Außenhandelstheorie stärker aufbauen. Also viele Faktoren kriegen die Kollegen und Kolleginnen schon gebacken. Ja. Aber es ist trotzdem was ich da finde und was vielleicht das Argument nochmal stärkt, ist, was zum Beispiel die ILO formuliert hat als Untersuchung, dass wir eigentlich, oder was in dem Einführungsbuch der Radical Economics drin ist, wo die dann diese Antwort auf diesen Krugman-Artikel, wo das ja auch so massiv propagiert wird, komparative Kostenvorteile, dass wir eigentlich in einer Welt von absoluten Kostenvorteilen leben, unter anderem, weil wir relativ starke Unternehmen haben und Direktinvestitionen. Also da glaube ich, wären noch ein paar Schätze zum Heben, die das Argument nochmal stärker machen würden. Okay, danke dafür. Ja, ich würde auch sagen, es war jetzt ein Kurzvortrag und im Prinzip muss man natürlich sich da länger auseinandersetzen. Ich habe mich jetzt auch nur mit den Hauptannahmen auseinandergesetzt, deswegen wurde das natürlich ein bisschen verkürzt jetzt dargestellt, was diese Theorie eigentlich aussagt, aber da war natürlich das Zeitfenster jetzt nicht.